Das, dieses Klettergerüst hier ausprobieren, ja. Das war schwer, aber ich habe es trotzdem geschafft. Aber es geht natürlich weiter. Ist ja klar. Jupp. Jetzt ganz normal Treppen runter. Dann geht's erstmal hier runter. Yep. Und da wieder rauf. Wird richtig schwer sein, aber ich schaff's. Alter. Ja. Das wird zwar richtig schwer sein, aber ich schaffe es. Oh, Alter. Total geschafft. Was war hier? Okay. Ja, und jetzt werde ich jetzt rutschen. Oh Mann, war das voll geil. Will ich lange noch unterrutschen, wie ihr seht. Yep. Oh, geschafft. Deine Hand sogar schwer. Ich werde dann auf diese Rutsche. Aufsteigen, dann darüber gehen. Das wird aber noch gut ausgehen. Aber es geht. Ihr seht, habe ich es auch tatsächlich geschafft. Ja. Wie blöd ist jetzt rutsche ich hier. Seht ihr, es hat geregnet. Das macht die Sache noch schlimmer. Vor allem mit einer Hand. Und da gibt es nicht solche Trennung vom Zaunstock zu Zaunstock. So wie hier, so wie hier.
Das gibt es nicht beim Abstand, da wo ich meine Füße dazwischen machen kann. Aber hier schon, ja, das meinte ich halt. Und es ist so richtig mega rutschig. Ja, geschafft. Oh, Alter. Ey, wie geil. Und geschafft. Nur mit dem einen Fuß. Der andere ist hier. Ja, wie ihr seht. Jetzt muss ich wohl. Okay. Ich werde einfach so machen. Oh, Alter. Yep. Ja. Ja, also wie ihr seht, bin ich immer noch am A6B-Platz und jetzt kletter ich aufs Klettergerüst auf den Treppen, indem ich mich dann auf dem Geländer festhalte. Yep, da seht ihr mich jetzt auf dem Klettergerüst. Und jetzt stange ich runter. Ganz genau. Ja. Jetzt eine andere Kameraperspektive. Ja, jetzt war schnell. Da wo ich jetzt raufstange. Ganz genau. Viel mehr Kraft. Und perfekt. Da bin ich jetzt, wie ihr seht. Ja, ich winke sogar noch. Aber jetzt gehe ich anders rein, um dann rauszukommen. Da seht ihr mich. Ja. Durch das Geländer. Gut, okay. Und endlich eine bessere Underkammer-Perspektive. Da wo man auch nochmal alles ganz genau sieht. Ja, da seht ihr mich, das Sonnenlicht und der restliche Kram. Jetzt kletter ich wieder auf das Klettergerüst auf, aber ich gehe durch diese Treppen. Ich glaube, die sind obere Stange, untere Stange, dazwischen 30 cm Platz. Ja, da passe ich durch. Oh, wie geil, Alter. Rein und raus. Ja, perfekt. Aber jetzt kletter ich richtig direkt drauf. Aufs Klettergerüst drauf. Ja. Und dann stange ich runter. Perfekt. Und jetzt stange ich rauf, wie ihr seht. Ja. Wieder mit viel mehr Kraft. Ja. Gut. Jetzt schnell aufklettern zum Gebäude und dann runterrutschen. Da seht ihr mich. Das heißt, mein Handy war mit dem Gimbal, was ich jetzt auch filme. Deswegen sieht man die Kameraperspektive super cool. War für ein paar Sekunden unbewacht. Ihr hättet stehlen können, aber nein, es ist immer noch da. Und wie ihr seht, ist eine andere Kameraperspektive, natürlich immer noch mit dem Gimbal. Dass man als Hand Stativ benutzen kann, aber auch als Standstative. Da bin ich jetzt auch gerade das Gerüst draufgeklettert, auf Treppen rauf und runter. Jetzt über das Geländer auf der Rutsche und dann runter zu hüpfen. Ja. Okay. Das gleich halt nochmal, damit man halt besser sieht, weil da war Sonnenlichtreflexion, da sieht man halt dahinter irgendwie gar nichts. Aber man sieht auch dazwischen gar nicht, wenn man so jetzt das gesehen hat, was wieder gesehen wurde. Deswegen habe ich ja noch eine andere Kameraperspektive. Die geht ja auch. Da sieht man natürlich auch alles.
Ja, aber ich hatte mich da nicht so richtig unter Kontrolle. Aber es war auch perfekt, finde ich. Aber keine Sorge, ich bin nicht verletzt, habe ich mich nicht getan und brauche keinen Krankenwagen. Deswegen mache ich ja weiter. Ja, erstmal überlege ich mir, ob ich am Fußrand zwischen dem oberen Balken dazwischen durch das Geländer gehe oder doch eher über dem 1 Meter Balken und unter den 2 Meter Balken dazwischen halte. Dadurch, so wie ich jetzt halt doch lieber durchgehe, dann schaffe ich es ja doch halt dann so. Ja, ich muss mich jetzt irgendwo noch festkrallen. Ja, genau so. Ja, und jetzt muss ich mich dann halt da abkrallen, damit ich halt, naja, davon dann perfekt landen kann. Ja, und da bin ich jetzt im Geländer drin. Jetzt gehe ich durch das Geländer raus. Ja, um dann eine andere Kameraperspektive auch zu haben, ne? Wie ihr es hier seht. Ja. 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 Durch das Geländer durch. Okay. Und durch das andere Geländer auf der ganz anderen Seite durch. Durch das geradeaus Gelände durch und das linke Gelände durch. Ja. Hier sieht man noch viel, viel besser. Ja. Ignoriert einfach den Spielplatzputzer. Dann macht seine Sache, ich mache meine Sache, wenn mir jetzt gefilmt wird. Nicht mein Problem, ich bin extra hergekommen, damit ich alleine bin, niemand stört und mich auch niemand stört. Das stört mich nicht wirklich. Und ich lasse es auch öffentlich hoch. Ich habe es ihm gesagt privat, aber dann habe ich später gesagt öffentlich, und wenn das nicht gehört, nicht mein Problem. Ja, jetzt gehe ich durch das Treppengeländer durch. Aber wenn es damit nicht einverstanden ist, der ganzen Sache, so kann man egal welche Seite gehört, der Spielplatzputzer, dann, das ist sein Problem. Oder auch meins, aber ich kann mit dem Straßen nicht da. Jetzt habt ihr gesehen, dass ich von einer Kameraperspektive durch die Treppe reingegangen bin. Und jetzt seht ihr mich, wie ich von einer Kameraperspektive durch die Treppe rausgehe. Yep. Wie ihr seht, passe ich da wirklich durch. Ja.